Hallo Leute, ich bin die Aurena Agathe Schröler, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen. Ganz liebe Grüße aus Tulum. Ich bin hier an einem Strand und man sieht ja nicht viel, aber hier sind unglaublich große Schildkröten im Wasser, Rochen, wunderschöne Fische und ich bin gerade mit den Schildkröten geschwommen, die sind fast so groß wie ich. Wunderschön und die sind ganz nah zu mir hergekommen und sind neben mir und unter mir und vor mir aufgetaucht und wieder runter und es war einfach nur ein unglaublich tolles Erlebnis. Ich bin so dankbar und das Tolle dabei ist, dass die Mexikaner ganz stark darauf achten, dass das Gewässer hier rein bleibt, dass die Fische hier beschützt sind und ich möchte euch hier mit euch gemeinsam eine Atomzellkernheilung machen und weil wir schon hier sind, einfach eine Reinigung, das Reinhalten, das Heilighalten deines eigenen Körpers, deiner Seele, deines Seins mit allen Situationen, Erlebnissen, die du hattest in deinem Leben. Ihr seht mich jetzt, ich habe hier einige Notizen gemacht und es geht darum, dass ihr die Haut berührt, ja, also dass ihr euch selber berührt. Während ihr euch selber berührt, es ist ja auch, jeder Mensch liebt Berührungen oder Massagen. Und diese Massagen und Berührungen helfen dir, dich wieder selbst zu fühlen, deinen Körper wahrzunehmen und dein Körper öffnet sich, ja, wie ein Baby, wird ja auch in den Arm genommen. Und das signalisiert automatisch, hey, es ist alles gut, ich kann mich entspannen. So, ich bringe jetzt die Kamera wieder zum Wasser, weil ich glaube, das ist einfach für euch angenehmer. Und diese Berührungen sind heilend und es geht darum, dass ihr euch selber berühren könnt. Einfach berührt euch an der Handfläche, kreist die Handfläche und nehmt erstmal das Gefühl wahr. Das ist das Allererste. Wichtig ist, dass ihr euch vorstellt, dass ihr ein Atom, also zum Beispiel ihr seht euren Körper und dann zoomt ihr euren Körper so stark ran, dass ihr eure Zellen seht. Und dann, wenn ihr die Zellen seht, dann zoomt ihr noch stärker ran und seht die Atomstruktur, eine Kugel vor euch. Und dann schaut ihr mal bitte, atmet tief ein und aus, vertraut allem dem, was kommt, vertraut, vertraut, vertraut. Ihr macht das, ihr könnt das, ihr schafft das und ihr seid mega geniale Wesen. Ihr seid alle Sternensaaten und Empathen. Und dann schaut euch eure Urzelle an, eure Urstruktur, den Atom. Ist er hell, ist es dunkel. Wenn es dunkel ist, dann geht tiefer, schaut, sind Verbindungen da oder nicht, fehlt was. Guckt genau hin und wenn es dunkel ist, dann nimmt ihr das ganze Dunkle raus und bringt Licht in das Dunkle. Nimmt eine Taschenlampe und macht den Atomkern hell und leuchtend und strahlend. Und wenn ihr merkt, ihr habt ein Thema mit Selbstwert oder Selbstliebe oder respektiert werden, ja, wo respektiert ihr euch selber nicht, wo lebt ihr euch selber nicht? Geht rein in diesen Atomkern und dann schaut ihr bitte, berührt eure Handfläche und sagt, ich heile jetzt meinen Atomkern mit seiner DNA, mit allem, was ist. Und dann berührt ihr euch und sagt, ich berühre mich, ich liebe mich, ich nehme mich selbst wahr, atmet tief ein und aus. Dann sagt ihr, berührt euch wieder und sagt, ich optimiere meinen Basenhaushalt in meinem Körper, weil oft sind wir übersäuert und der Körper kann sich selber heilen. Und euer Basenhaushalt wird jetzt selber aktiviert und gereinigt. Und dann sagt ihr, ich optimiere meinen Basenhaushalt. Dreimal. Ich optimiere meinen Basenhaushalt. Tief ein- und ausatmen. Dann geht ihr weiter. Ich reinige meinen Körper. Mein Körper wird gereinigt von allen Schwermetallen und Giftstoffen. Jetzt. Dreimal. Mein Körper wird gereinigt von allen Giftstoffen und Schwermetallen. Jetzt. Mein Körper wird gereinigt von allen Schwermetallen und Giftstoffen jetzt. Tief ein- und ausatmen. Dann berührt ihr euch wieder an der Handoberfläche. Einfach reiben, den Körper spüren, das Gefühl, die Berührung spüren. Ich löse mich von meinem Vater, ich löse mich von meiner Mutter und allen negativen Erfahrungen. Und wenn ihr oft Themen mit Vater oder Mutter habt, projiziert ihr das auf Partner, Freunde, Bekannte, Verwandte. Wenn ihr euch ablöst in Liebe von negativen Verstrickungen, dann könnt ihr mit dem inneren Mann und der inneren Frau in Heilung gehen. Also dreimal. Ich löse mich von Vater und Mutter. Ich löse mich von Vater und Mutter. Ich löse mich von Vater und Mutter. Jetzt.
Tief ein- und ausatmen. Wieder die Handfläche reiben und berühren. Ich kläre meine Meridiane. Ich kläre und reinige meine Meridiane. Ich kläre und reinige, harmonisiere und balanciere meine Meridiane. Jetzt. Handfläche wieder berühren und reiben. Ich fülle mich auf. Meine Zellen und mein Körper wird aufgefüllt mit nährreichen Stoffen, Vitaminen und Mineralien. Ich habe alles, was ich brauche. Tief ein- und ausatmen. Mein Körper und meine Zellen werden aufgereichert, aufgefüllt mit Mineralien und Vitaminen. Jetzt. Meine Zellen und mein Körper füllt sich auf mit Mineralien und Vitaminen. Jetzt. Tief ein- und ausatmen. Die Handfläche wieder berühren. Ich balanciere und harmonisiere meinen Hormonhaushalt. Und der Hormonhaushalt ist mit den Drüsen verbunden. Und die Drüsen werden gereinigt, harmonisiert und balanciert. Tief ein- und ausatmen. Und wenn ihr merkt, dass euer Hormonsystem sich ausgleicht, das ist ganz wichtig bei Wechseljahren für die Medialität. Immer wieder. Ich balanciere, harmonisiere meine Drüsen und mein Hormonsystem. Tief ein- und ausatmen. Dann geht's weiter. Die Hand wieder berühren. Das Gefühl der Berührung aufnehmen, wahrnehmen, annehmen. Ich lasse mich lieben. Ich lasse mich berühren. Ich lasse Liebe in meinem Leben zu. Alle meine Bedürfnisse werden erfüllt. Alle meine Bedürfnisse sind erfüllt. Ich erfülle alle meine Bedürfnisse jetzt. Kindheitsthemen, Trauma, innere Kind, Selbstliebe darf jetzt in Heilung gehen. Alles, was war und ist. In früheren Leben, in diesen Dimensionen und anderen Dimensionen. Bewusste oder unbewusste Verträge werden aufgelöst, die ausgesprochen sind oder nur gedacht worden sind. Das wird alles aufgelöst. Danke jetzt. Wieder die Berührungen wahrnehmen, tief ein- und ausatmen. Ich optimiere meine Chakren und meine Aura. Es geht ums Erhalten, Geben und Nehmen. Ich optimiere und balanciere meine Chakren. Ich reinige sie. Sie sind gereinigt. Meine Aura, meine Chakren sind gereinigt und optimiert und balanciert. Jetzt, danke. Berührt wieder die Handfläche. Tief ein- und ausatmen. Ich reinige meine Lebensaufgabe, meinen Lebensweg. Ich reinige meine Lebensaufgabe, meinen Lebensweg. Ich reinige und kläre meine Lebensaufgabe, meinen Lebensweg. Ich aktiviere meine Lebensaufgabe jetzt. Danke. Ich mache den Weg für mich selbst frei und ich gehe meinen Weg. Tief ein- und ausatmen. Wieder die Handfläche berühren oder den Handrücken. Tief ein- und ausatmen, mein Immunsystem ist stark. Und dann stellt ihr euch vor, in Solarplexus, in euer Herzchakra, nehmt ihr dieses Atom, das gereinigt ist, stabilisiert und harmonisiert und voller Licht, Gold leuchtet, liebevoll. Und Gold ist Wissen, Weisheit, die göttliche Führung. Und alles so wie es ist, ist es richtig. Alles so wie kommt. Im Negativen ist das Positive. Und alles, was geschieht, ist nur zu meinem Wohle. Ich vertraue dem Prozess. Danke jetzt. Tief einatmen. Und atmet dieses Atom in euch hinein. Ihr seid das Atom. Ihr seid das Licht. Alle Verbindungen sind da. Ihr bekommt und ihr seid alles, was ihr braucht. Ganz liebe Grüße aus Tulum, Turtle Beach. Ganz liebe Grüße. Eure Aurena Agathe-Solau.